Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Shade of Memories. Komm, wir springen runter. Nein, das wäre ein bisschen doof. In der letzten Folge haben wir Nimmerland erledigt. Wir haben Hook besiegt, welcher überhaupt nicht schwer war. Und jetzt können wir wieder zum nächsten Stockwerk gehen. Und ich rieche schon dreimal gegen den Wind einen Bosskampf. Also, los. Ich hoffe jetzt nicht, der eine Typ kommt jetzt hier. Dieser ältere. Ich weiß, wie er heißt, aber ich weiß nicht, ob der Name schon erwähnt worden ist und will jetzt hier nicht spoilern und so. Aber. Guess he must have finally got tired of fighting with you. Den haben sie gesucht, okay. I sure hope so. Okay. Ja, das ist schon alles. Okay. Da kommt jetzt danach wahrscheinlich noch irgendwas. Vielleicht möchte Rico nicht mehr mit dir kämpfen. Vorsicht, man weiß nie, wo sich Rico versteckt. So, jetzt kommt aber noch eine Cutscene und jetzt kämpfen wir gegen irgendjemanden. Oder? Da ihn, den rechten. Ich weiß, wie er heißt, aber weiß jetzt nicht. So what's going on, Vexen? Ja, Vexen, genau. Your Riku was supposed to counter Sora. What's he waiting for? Where is he? He's hiding somewhere to lure Sora deeper into the castle, right? I suppose we should just leave it at that, you know. Aha! Oh, I see now. I would have never guessed that. So sorry, Vexen. Silence! Predictable response. Forget it. Men without hearts are so boring. You're one to talk. As if you have such a heart to speak of yourself. That's enough. Marluxia. Oh, schöner Name. Vexen, the simple fact is that your project was a failure. You'd best not disappoint us again. Disappoint you? You go too far. In this organization, you're number 11. I'm number 4 and I will not have you. I've been entrusted this castle and Naminé by our leader. Defying me will be seen as treason against the organization. Traitors are eliminated. I believe that's what the rules say. Who needs a half-baked good-for-nothing anyway? Vexen, you cannot win against Sora. Pity to be so ignorant. As you're only able to see the surface of things, I should not expect you to appreciate my true might. Oh? Then let us watch as you prove it. What? None of us wish to be suspicious of a comrade. Your insincerity is comforting. You give a challenge like that to Vexen and he'll seriously want to eliminate Sora. That would be an unfortunate denouement. What to do? Your hero is soon to be wiped from existence. But I believe there is a certain promise that he made you. Isn't that right, Naminé? Yes. Okay. Oh, komm her, Vexen. Wow, the top floor. We've gotten a pretty high. Wir werden immer dümmer. Ich meine, vergesslicher. 10 whole floors worth of our memories. Sora, it's still not too late. Don't you think we should turn back? Can't do it. Because that would break an old promise that I made. An old promise? What would that be? On the islands, I promised Naminé that I'd keep her safe. No matter what. But I forgot it. I didn't remember until I started forgetting everything else. A promise between the two of us. That's why I can't leave. Now that I remember the promise, I have to keep it. Of course. We understand, Sora.
Nicht maxen? Okay. Ich glaube, bei dem hing ich doch fest meinen vorherigen Spielstand. Ja, ich werde sehen. Sobald Trophäen aufploppen, weiß ich ja, dass ich irgendwann einen Punkt erreicht habe, wo ich noch nicht war. Wenn du weißt, dass du Namen nee, versprochen hast, sind nicht all deine wichtigen Erinnerungen weg. Versprechen wie deine müssen eingehalten werden. Okay. Dann auf zur nächsten Welt. AKA letzter Welt. Hollow Bastion. Einer meiner absoluten Lieblingswelten in ganz Kingdom Hearts. Los, komm her. Komm her. Oh Gott, hier muss ich gegen Malefiz kämpfen. Oh Gott. Nein. Aber Musik ist awesome. Musik macht alles besser. Vor allem die Kampfmusik hier, die ich wahrscheinlich kein einziges Mal hören werde. Ich höre Stimmen, könnte das sein. Wenn ich die ganze Zeit nur Schatzruhen, Räume und so spawne. Psst, ich glaube, da stimmt was nicht. Well, ich fürchte, ich verstehe nicht. Ich bin doch hier, um dich zu retten. Biest. Darum habe ich nicht gebeten. Aber das ist auch völlig egal. Ich komme nicht mit. Verschwende nur deine Zeit. Bist du verrückt geworden, Bell? Wie kannst du nur bei dieser Hexe bleiben? Ich habe nichts mehr zu sagen. Jetzt geh, bevor dich Malefiz findet. Bell, warum? Ich weiß nicht, was los ist, aber ist alles in Ordnung? Sei nicht traurig. Sie hat bestimmt nicht grund. Das hat sie bestimmt nicht grundlos gesagt. Spart euer Mitleid. Mir kümmert schon ein Biest, wie ich es bin. Armer Kerl. Können wir doch bloß was für ihn tun. Schlüssel des Anfangs. Und jetzt auf Hollow Bastion zu erkunden. Das macht den Part irgendwie sehr viel kürzer, jetzt wo kein Kampf in diesen weißen Stockwerk kam. Aber na gut. Hi, tschüss. Au, was? Lass mich da rein. Ich hab mir wehgetan. Oh Gott, ich habe keine Schatztruhenkarten mehr danach. Also falsche Schatztruhenkarten, glaube ich. Sollen die irgendwie darstellen. Boah, das ist so warm. Vor allem die ganze Woche lang. Nur Gewitter. Regen. Bei der Wärme. Jetzt war der Regen. Querschläger. Jetzt war das Regenwetter. Oh, geil. Da vorne lassen von Gegnern abprallen. Oh, cool. Das war das schwüle Wetter hier. Ich krieg voll die Krise. Auf so einem blöden Stuhl hier sitzen. Ha, ha. Hab ich auch Feenhaar als Karte bekommen? Ja. Was? Ich muss da lang. Da lang. Da lang. Da lang! So, was jetzt? Bewachter Schatz. Kann ich nicht öffnen. Nee, kann ich öffnen. Die anderen sind, glaube ich, Gegner. Yay. Kann ich mal diese Cloud-Kombination mal benutzen. Gucken, was die bringt. Was machen die Dinger? Keine Ahnung. Was bist du denn? Geh weg. Was bist du denn? Geh weg. Oh, gut. Mann, wo sind die Truhen? Ja, die Musik ist ein bisschen anders, finde ich. Mach mal Querschläger. Das sah jetzt nicht irgendwie anders aus wie ein normaler Wurf. Aber ich sag ja nichts. Ich will nur einmal, sind die Schatten durch irgendwie größer. Ich wollte nicht auf den. Oh
Aua. Aua, hör auf damit. Kann er das wagen? Sind hier Gegner, die Blitze absorbieren? Ja, diese Magier, ne? Ja. Das kann ich auch nicht vernünftig trainieren. Ja, so einen blöden, herzlosen Raum machen. Aber ich brauche unbedingt neue Schlüsselschwerter. Und die Dinge zu machen, nämlich hallo. Kein Schaden. Den normalen Königsanhänger. Erfahrungspunkte. So, oh mein Gott. Wacht das Schatz, ja. Oh, hat viel Erfahrungspunkte gegeben. Ich hatte, glaube ich, nur so 3000 oder so. Vorhin geguckt habe. So. So, ich nehme mal an, was passiert, wenn ich einen anderen nehme. Ja, super. Oh, Defendors, hi. Was geht? Ich werde mal abhauen. Oh, ich probiere ein anderes Schwert. Nach dem Part durch mal mein Deck ein bisschen. Ab nach dem Part beende ich auch schon direkt hier meine Aufnahmesession. Habe ich nur zwei Parts aufgenommen, aber kann ich so, weiß ich nicht. Ja, ein bisschen leveln. Oh, wat? Ist nur zu früh, deine Haare zu wippen. War so ein paar Killer-Kombinationen, aber. Ich habe das Gefühl, mein Deck ist mehr so für Bosskämpfer ausgelegt. Aber extra ein anderes Deck hier für extra fürs Training hier. So ist ja das. Und das. Und das. Ja, noch nicht tot. Ich krieg die Krise. Donald, mach was. Da kommt immer noch ein Herzdruck. Sehr gut. Seinen normalen Schatten durch erledigt. Ich bin stolz auf dich. So, warte. Furien, aua! Furienstoß! Also. Sehr gut. Das gibt viel Erfahrungspunkte. So, okay, weg damit. Die Punkte. Apropos Mogelpunkte. Also nicht mal, ob ich da richtig bin, aber was soll's. Nein, nicht will. Habe ich mal nicht die letzte Fähigkeit bekommen, also Spezialaktion. Wenn ich weiß, wann ich die letzte bekomme, dann werde ich auf jeden Fall bis zu Level 50 durchtrainieren. Wenn ich das ganze Spiel lang keine Probleme mehr haben werde. Oh, hi, da waren eine 9. Ja, ein paar Schwerter. Guck mal, vernünftige Schwerter. Das war nicht vernünftig. Das ging schon, ja, das ist schon sehr gut. So, dann tue ich noch ein bisschen backen, ein bisschen brauen. Bombe. So. Okay. Bin ich richtig? Ja. Cool. Cool. Ja. Keine Ahnung. Wird schon, weiß ich nicht, richtig sein. Fragezeichen. Warte, hab ich nicht so einen. Nein, geh weg. Geh weg. Warum habe ich nicht Paragleiter gelernt? Von Peter Pan. Darauf jetzt ein Aero oder so, tue ich jetzt nicht nochmal rum. Encounter hier. Skian 3 3 3 3 3. Ich habe keine, doch. Oh mein Gott. 7.
Ja. Ey, das ist der Schatzraum. Was zum... Boah. Ey. Warum kann ich nur von... Mann, warum kann ich nur von der Umgebung hier reingehen? Mann. Mein neu hier. Nimm das! Es ist echt zu warm zum Aufnehmen. Also unangenehm. Ich klebe in meinen Hintern voll an meinen Stuhl dann. Das ist so. Ah, nein. Wollte aus Reflex wegspringen, euch abgeschlagen. So ein Dreck. Ja, machen wir mal Blitzwurf. Wow. Das war mal Schaden. Das war jetzt nicht sarkastisch gemeint. Wenn es sich vielleicht so ein bisschen anhört. Stirb. Oh nee. Ah. So. Das bringt's jetzt wieder vollkommen. Okay. Ich weiß nicht, wie das Ding fliegt, aber. Oh Gott. Diese Rolle bringt rein gar nichts. Ich kann keinen Angriff irgendwie damit ausweichen, habe ich das Gefühl. Einfach nur zur Dekoration da. Vor allem, da man ja mit Karten hier Angriffe abblocken kann. Ja, hat recht keinen Sinn. So. Oh Gott. Warte mal, sollst du den Raum bewachen? Ja, den Schatz? Ich habe keine Ahnung, was ich für eine Karte genommen habe hier. Das ist doch. Eine Karte unter 3. Nimm das. Anselm hat das gesagt, genau. Ich denke gerade ganz. Immer, wer hat dann immer gesagt, nimm das, und dann stirbt er mit seinem herzlosen Bodyguard auf einen los. Wer seid ihr? Hat euch Malefiz auch entführt? Nicht ganz, ist eine lange Geschichte. Warte, du wirst also entführt? Du willst gar nicht hier bleiben? Ja, nein, ich will nicht hier bleiben. Die Hexe Malefiz hat mich gezwungen mitzukommen. Ich habe hier niemanden zum Reden. Nur Bücher lindern meine Einsamkeit ein wenig. Und dann ist da noch er. Ich vermisse ihn so sehr. Wolltest du das Biest? Wieso warst du an vorhin so gemein zu ihm? Stimmt, du hast ihn sehr verletzt. Ich verstehe das nicht. Er darf nicht wissen. Ihr versteht das nicht. Er darf nicht wissen, was ich wirklich fühle. Wieso nicht? Naja, weil. Hi! Oh nein, sie kommt. Versteckt euch schnell. Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärung. Versteckt euch. Oh, guten Tag, Malefiz. Was führt dich hierher? Er war nicht... Er war hier, nicht? Er hat sein Leben riskiert, um dich zu retten. Wieso hast du ihn abgewiesen? Ich will seine Hilfe nicht. Und warum nicht? Das weißt du doch nur so genau. Ich gehe dir nicht in die Falle. Dann bleibt mir nichts übrig, als dich um seine Hilfe betteln zu lassen. Oh Mann. Ah, sie ist entwischt. Was machen wir jetzt? Ja, helfen natürlich, was denn sonst? Da... Schlüssel der Fügung, gut. Dann machen wir uns jetzt einen Speicherpunkt. Machen es uns gemütlich und dann, wenn wir im Part. Oh, da war was. Centifol, ich will nicht Centifol, ich will Oblivion. Memoir meine ich natürlich. Ist ja schon der richtige Raum. Nee.
Okay, hier rein und Speicherpunkt. Da glaube ich ganz viele von denen. Ja. Gut. Dann. Wenn ich ein paar Tiere werde, offscreen ein bisschen trainieren wieder. Mein Deck ein bisschen umändern, so damit meine Schlüsselschwerter ein bisschen stärker werden, damit ich hier die ganze Zeit mit verdammten Dingen rumlaufen muss, Königsanhänger. Und dann, weil nicht. Was auch immer stärker ist, was alles wahrscheinlich ist. Und jawohl. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur hoffentlich nächsten Folge.